Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Days Gone, zur Folge Nummer 31. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und wir werden, nachdem das mal Lisa ein neues, hoffentlich besseres Zuhause gegeben haben, werden wir mal schauen, was hier Busa so vorhat. Ein bisschen Munition klauen. Oh, Medikit. Und werden uns hier ein bisschen ausruhen. Muss ja unbequem sein mit so einer Armbrust im Rücken. Sie kommen! Sie kommen! Sie werden. Sie wollen. Nein! Gleich haben Sie mich! Oh, Scheiße, Sie werden. Usa, was ist los? Nein. Wie kommst du hier rein? Wow, 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 wow! Bleib da sitzen! Usa, hör zu! Bleib sitzen! Ich bin Stieg, jetzt mal ganz ja, ruhig. Nicht. Lass uns reden. Ich bring dich um! Alles gut! Gib mir das Gewehr! Los, gib mir das Gewehr, Mann! Oh, Scheiße! Verdammte Scheiße! Busa, was zum Teufel? Ich hab sie gehört, stimmt. Scheiße, aber Scheiße. Du hast sie nen gehört, Scheiß oder? Hab ich gehört, Busa. Du hast eine Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch, hast du, Busa. Siehst dir doch an. Da gibt's nichts los, anzusehen. Wir besorgen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Also, ich dachte, da wäre was. Weißt du? Langsam. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komm klar, aber es war in meinem Kopf, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich konnte sie hören, Dick. Ich hörte sie, Dick. Schritte, sie waren in meinem Kopf. Stiefel. Nur noch ein paar Stufen. Ich brauche keine Hilfe. Kim, ich schon. Kann laufen, verdammt. Ich kann laufen. Na dann lauf, Kim. Okay. Hopp, hopp. Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe sie gesehen, so viel. Ja, jetzt komm, na los. Steig aufsitzen. Auf, du brauchst Hilfe. Ab zum Doktor. Was? Wohin fahren wir? Ich will nicht. Es ist nur eine kurze Fahrt, Busa. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, okay. Das ist gut. Luft, okay. Wohin fahren wir? Dick! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja, ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute, alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Busa. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, da war es zu spät. Zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Tausende von ihnen und diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja, ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Und nichts kann es aufhalten, Musa. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein. Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Lately I've been wondering what's been going on. Ich bin eigentlich, was passiert. Ich hab so irgendwie so ein dumpfes Gefühl. I feel my beliefs and more surrendering.
But I know I'll be coming home soon. Das Lied, das ist. Yes, I know. Aber ich lasse mich gerne in das bisschen hinbekommen. Wenn wir das abschließen, er wird wie ein, war wie ein Bruder oder so. Down this path while stopping, my hands trembling. That I'll be coming home soon. And yes, I know. That I'll be coming home soon. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes I've seen inside the devil's dreams where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding and I hear what we've done. But just like every other fool here I'll keep marching on. Ich war schon die Mann, HP redet heute. Ich glaube, dass sie der in seinem Freak dass er jetzt ums Leben kommt, hier. Was machst du da? Nichts. Mhm. Mach dich schön hübsch, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte nach der Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, Mann, ich schnauze voll. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Deke. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wieder sieht. Ah. Wenn er das sagt. Der Alte erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein. Hey, das vergiss dir nicht. Du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn ein Freaker vorbei kommt. Ja, ich weiß. Okay. Hey, Deke. Ja? Bring mir niemanden um im Camp, okay? Ich bring niemanden an. Alles gut? Alles bestens. Ich hab jemanden gesehen. Sie zerfetzten ihn wie diese verdammten Freaker. Ich schoss und machte, dass ich wegkam. Wenn du dir Ripper schnappen willst, hol dir Verstärkung. Hey! Hey, Mann! Da war jemand! Hier ist... Ich sehe sie! Erwischt von den Wachen. Ach, mich kann ja wieder Steine schmeißen, genau. Wo haben wir denn die Steine?
zum... Hallo. Hey, Mann. Da ist doch was. Schön ruhig und langweilig, wie es sein soll. Was hast du später noch so vor? Ich werde mal versuchen zu schlafen. Deine, dieser, neue, sie heulten die ganze Zeit. Da war doch was. Ja, ich dachte, da ist sie. Sie war da draußen, was erwartet. Wir werden uns vor Monaten raus. Was spielt Aaron Mike nicht mehr? Der kriegt das doch sicher gar nicht mit. Der weiß, dass er hier ist. Das ist ja nicht zu überhören. Die heutige. Mittlerweile. Da war jemand. Ich hab ihn. Ah, waren wir jetzt fast da gewesen. 145 Meter, glaube ich, noch, oder? Was gewesen waren. Ah. Was war das? Was zum... Hier ist was. War das ein Stein? Da draußen ist was. Oh, Scheiße, Iron Mike. Schizo, du Dreckskerl. Joe, Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen. Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet, Mike. Hier stimmt was nicht. Was ist hier los? Warte, hab ich dich. Haha, wir kommen schon nach und da. Komm schon ran. Aber ich kannte dir alles zusammenschneiden, gell? Dann kannte ich sagen, ja, schau's her, so müsst ihr's machen. Aber das war dann nicht die. Was zum Teufel? Ich hab was Hey! Gehört. Hey, Mann! Stimmt was nicht. Wie läuft's? Mann, die Männer da wurden nicht nur angegriffen, sondern gefunden. Oh, Scheiße, Iron Mike. Schizo, du Dreckskerl. Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet, Mike. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks... Wer war das? Ist da draußen es jemand? Es ist Carlos. Und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen. Oder die Ripper werden... Schizo, lass gut sein. Lass einfach gut sein. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten Ripper? Oh, wie läuft's denn? Er mag einen Spinner. Glaub, ich hab da jemanden gesehen. Ja. Schon, dass er hast du gesehen? Das war ein Stein. Da stimmt was nicht. Was gibt's? Müssen wir den jetzt hier? Da war doch was. Sie sind nicht hier, aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. Richtig lustig. Also los. Wir warten. Hier ist jemand. Siehst du irgendwas? Hier ist was. Ist da was? Da
Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Warum? Hey Mann, willst du sie angraben? So? Oder geht dir dabei einer ab? Nein. Ich bin nur neugierig. Ich hatte Küchendienst und sah, einfach. Sie kam aus ihrer. Alles klar. Sekunden später kam Ellie. Glaubst du eher? Ach, verdammt. Hi, Ricky. Hi, Ab. Bitte Platz, ich finde allein Mein aus. Mann, was zum, machst was du auf meiner Krankenstation? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Busa ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Komm, ich nehme dich mit. Okay. Wo fahren wir hin? Erinnerst du dich an das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Boah, geil. Mir gefällt's. Was hast du, Dicken? Ich nehme die sofort. Ja, wo das so ist. Ja, okay, da sind orange Schummler drin in den Tank und seitlich einen schwarzen Streifen, meine ich. Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir war, Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky, was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht, sie ist nicht hier. Warte, Moment, einen Augenblick, Mann. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kam ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Du hast die Wahl. Und was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Dick. So sieht's aus. Und das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Wer ist da? Hey. Hau ab, oder ich puste dir den Kopf weg. Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky... Tamalo? Ja. Und vom Tamalo zum Lost Lake? Ja, ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was sollte ich tun, hä? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker-Boys. Die härtesten Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Ellie. Komm schon. Ja. Das kann ich allein.
Ah, hat sich meine Befürchtung ja, bis jetzt noch nicht bewahrheitet. Ah, ja. Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen. Vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her. Das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Das machen wir jetzt nur in der Folge, ob wir bleiben dürfen oder nicht. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Bern. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten, zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht. Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, genug was Genug jetzt! Und du? Du steckst das Ding weg! Mike, Deacon war der, der mir das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst, ich bin dabei. Komm mal
mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du solltest dich schon vor Wochen darum kümmern. Ach ja? Nur weil du mit Eddie verbandelt... Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Dafür ist die Kleine jetzt hier. Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, wegen der Sache mit Tucker. Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn ihr bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boozer kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, hm? Es gibt ein Camp nach Smith Rock. Boozer war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. Na gut. Wir haben ein neues Camp. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Den haben wir ja schon gleich in der letzten Folge gehabt. Neue Fähigkeitspunkte. Jetzt passen wir auf. Inventar. Okay. Vorräte herstellen. Nein, ist nicht. Fähigkeitspunkte nach unten. Das passt. Da haben wir überall noch einen, da haben wir überall die erste voll. Dann machen wir hier eine. Und wir machen hier eine. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Ja. Also wir mal schauen, wo wir da speichern können. Und ja, dann wäre es wieder mal was für diese Folge. Ich hoffe, ich hatte die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir das Video schaust. Bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus!